muss auch so cool sein, mach das Gleiche und verarsche einfach meinen Vater mit einem Song. Und ich habe mir gedacht, als Song nehmen wir einfach mal Holland von den 257, das wer es nicht kennt. Gott, hier ist unangenehm. Ausschnitt. Und ich bin echt mal gespannt, wie mein Vater reagiert. Wir fangen einfach mal an. In der City, wo man mich mittlerweile kennt. So, da gucken wir mal, wann. Ah, da kommt schon die Antwort. Was? Fragezeichen. Lecker Bitterballen mit Senf, dazu eine Fritte mit Getränk. Ist das unangenehm, Mo? So, das ist. Hast du den schlechtesten Text rausgesucht? Hunger? Fragezeichen. Alles klar. Ein bisschen kiffen, selbstverständlich. Oh, oh, jetzt bin ich mal gespannt, was er schreibt. Jetzt bin ich echt gespannt, was er schreibt. Und da kommt schon die Antwort. Hast du getrunken? War das echt dein Papa? Fragezeichen. Hast du Hunger? Hast du getrunken? Alles nein, warte, klar, man Papa. Checkt das gleich, das ist eine Parodie. Optik. So, jetzt bin ich wieder gespannt. Optik und es kommt die Antwort, was ist los? Hast du Hunger? Hast du getrunken? Was ist los? Irgendwie immer so drei Wörter nur. Was ist mit dir los? Und jetzt schreibe ich, keiner ist auf Akro, alle schieben Optik. Ja, ich glaube, er weiß gerade echt nicht, was los ist. Willst du, oh, mal vier Wörter. Willst du mich verarschen? So, jetzt geht's gleich weiter. Holland ist der Boss, ich finde Windmühlen cool. So, mal sehen, was er schreibt. Mo? So, er schreibt, halt die bitte? Fresse. Oh, alles klar. Gefällt mir. Jetzt habe ich nochmal jedes Mal einen Strand und einen Flügel. Ist das dumm, Alter? Duren. Mal sehen, was zurückkommt. Und WTF? Er schickt mir einfach ein Bild von mir, wie ich den Stinkefinger. Hä? Kapiere ich jetzt nicht. Hä? Mal sehen, was er schreibt. So, und er schreibt, hör mal mit den Fake-Pranks auf. Hey, das ist kein Fake-Prank, das ist... Hä? Warum ist Mo's Webcam eigentlich damals besser gewesen als heute? Mo? Statement? Hä? Warum ist deine Kamera damals besser gewesen als heute? Ja, das liegt einfach im Hintergrund. Der ist so dumm, der Junge. Jetzt schreibt er auch noch Trottel, was ist denn hier los? Ich hab's einfach geschrieben, it's a prank, weil... Ja, Leute, das war... Ja, maximal unangenehm. Gut, gut, ganz toll, okay. Kommen wir da mal ganz kurz rein. Jody. Hat Thomas gemacht, kann nur scheiße sein. Weißt du, das hat das Ding? Was ist denn OnPoint? OnPoint ist so ein YouTube-Kacke-YouTuber. Das Ding ist, Thomas sollte eigentlich meine Videos machen, und macht so einen Scheiß, weißt du? Danke für mein Video, ich glaube, ich sollte es auch online stellen. So lächerlich, Digga! Hallo Monte, ich bin der GM Master. Hallo, mein Name ist Axel Voss. Also, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ey Leute. Ja? Leute, ja. Dieses Artikel 13, es darf nicht so... Mann, halt deine Fresse! So, ist es dieses... Der hat aber einen Fehler gemacht, ne? Ist dieses? Ja, Thomas, du kriegst immer noch nicht fehlerfrei hin, ne? Ja? Und da ist er. Hallo? Hörst du mich? Ja, guten Morgen. Schönen guten Abend. So, fangen wir mal an, Alter, ne? Also, nächste Woche... Was ist im Müllberg hinter dir? Falsches Tab. Nächste Woche sind die offiziellen Demos gegen Artikel 13 am 23. sind in Deutschland. Berlin... Am Potsdamer Platz geht's los um 14 Uhr. Köln, am Neumarkt geht's los um 14 Uhr. Wien, also Österreich. Ich habe mich mit der ganzen Scheiße jetzt nicht krass auseinandergesetzt. Ja, du, also ich glaube, da jetzt müssen wir jetzt einfach mal versuchen. Also das, ihr habt ein Geschäftsmodell euch ausgesucht, wo es zu massiven Urheberrechtsverletzungen kommt. Das ist ja wirklich irrelevant. Dafür müsst ihr die Verantwortung... Findest du auch, guck mal... No front, aber wenn Monte grinst... Kennst du den Hexenkönig von Herr der Ringe? Wo es zu massiven... Warte, Sauron? Sauron? Warte, Sauron ist das, glaube ich. Findest du nicht auch? Also. Nein. Findest du nicht auch das? Also, das kommt sicherlich vom Rauchen. Nein. Nein? So schlimm ist es nicht. Nein, das war ja auch nicht böse gemeint, ne? Nein. Ich kann es nicht. Ja.
Oh mein Gott, das ist ja krass. Das habe ich noch nie gesehen, dass es da was ist. Massiven Urheberrechtsverletzungen kommen. Das ist ja wirklich irrelevant. Dafür müsst ihr die Verantwortung tragen. Dafür müsst ihr lizenzieren. Und wie ihr das macht, ist eure Sache. Aber es ist das Dümmste, was man machen kann. Weil... Ah, stark. Sehr gut, sehr gut. YouTube ist das Einzige, was mich so ein bisschen wertig macht, warum Leute mich auf einmal ansprechen. Es ist einfach so. Ja, es gibt in dem Sinne nur diese Dating-Plattformen oder was auch immer das da an Plattformen gibt. Halt dein Maul, du Wichser. Ja gut, ich geh mal kurz pissen, dann war... Also... Okay. Wenn ich mit YouTube aufhöre, ich zieh dahin, wo es viele Frauen mit Schwänzen gibt, Digga. Also ich sag mal so, als ich noch jung war, hab ich mir auch schon mal, Wenn ich dann wieder luftringend in mein Zimmer sitze, weil ich nach dem Masturbieren keine Luft mehr bekomme, weil ich so fett bin, dann erinnere ich mich immer daran, ja, wenigstens hast du das. Uff, Alter, das ist jetzt zu viel Information, ganz ehrlich. Wenn Artikel 13 in Kraft treten sollte, dann sage ich, wiederschauen und reingehauen. Das ist total scheiße, habe ich alles schon erlebt. Ist komplett scheiße, Leute, ist scheiße. Weißt du, diese ganzen Politiker-Arschlöcher, die da sitzen, Digga, von dem, was worüber sie entscheiden, gar keine Ahnung haben, so wirklich. Die halt vom Tuten und Blasen, keine Ahnung, wobei zweiter ist vielleicht dann doch schon. Ja. Aber nicht mal das. Leute, jetzt mal Real Talk. Real Talk, okay? Mit anderen Worten, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Kampagne wird weiterlaufen. Dieser Unsinn über Filter wird genauso weiterlaufen wie bisher. Ah, okay, mega nice, Alter, mega geil, wirklich krass heftig. Nur, wir müssen hier nochmal festhalten, dass die Identifizierungssoftware ein Filter ist. Warum baut ein Mensch so einen Müll? Ja, Bruder, als ob. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Boah, Leute, ganz ehrlich, wir hören auf. Ja, ganz moin. Ehrlich, nee, ich bin nicht mehr so unglaublich sauer, Leute. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Größenordnungen, die Deutschland und Frankreich als Kontinent. Weil der kotzt mir am meisten an von allen. Abbruch. Reicht mir, Alter, so ein Scheiße, ey. Nein. Das war natürlich eine YouTube-Kacke. Wir ist schon gut, ne? Ist schon gut gemacht. Ja, stell dir mal vor, voll. Thomas würde sich so viel Mühe geben bei meinen Videos, ey. Das ist so Next-Level-YouTube-Kacke. Ja, es ist schon geil gewesen, das ne? Das macht eins. Halt, stopp! Ich will mein Intro. Halt, stopp! Ich will mein Intro. Tag zusammen, freut mich, dass ihr dabei seid. Heute machen wir uns über Axel Voss lustig und jetzt grüße ich bei mir Axel Voss, Sie können mich hören. So. Wunderbar. Herr Voss, was geht? Zunächst einmal, ich habe kein Gespür im Schaft. Das ist ärgerlich, dass auf einmal der Cock so nicht mehr funktioniert, wie man das kennt. Nee, das ist ein Missverständnis, Herr Voss. Und, ja. Herr Voss, wir sprechen über diese EU-Urheberrechtsreform. Dahinter steckt massive Kritik an Ihrer Person und auch an Ihrer Qualifikation. Moment, Leute, ich mach kurz ein kleines bisschen lauter. Der Dude, Alter. Nee, das ist ein Missverständnis, Herr Voss. Was qualifiziert Sie denn für diesen Job? Zunächst einmal gibt es da eigentlich keine Qualifikation. Herr Voss, wenn Sie solche massive Kritik lesen, können Sie darüber lachen? Vieles zielt sehr auf meine Persönlichkeit. Man tut ja geradewegs so, als ob andere in der CDU diese Qualifikation mitbringen. Da muss ich dann sagen, geht es einfach zu weit. Aber da hat er Fähner. Absolut recht. Ur wäre ja eine gute Qualifikation, oder? Ja, auch da nochmal. Wir haben jedenfalls hier nur Leute, die großen Scheiß machen. Deshalb verlässt man sich auf solche Leute wie mich, die eine Fresse haben, die man einschlagen möchte. Also im Grunde ist das Tradition in der CDU. Also von daher haben wir seit Jahrzehnten keine gute Idee. Das ist doch auch ärgerlich. Och, das ist uns egal. Das ist das Traurige ist, so ein Stück weit Real Talk. Ist ja schon dabei, so, ne? Es ist sehr, sehr realsatirisch. Was wir ja nur wollen, ist, dass wir weiter unser Geld verdienen, ohne was abgeben zu müssen. Das ist ja unheimlich kostspielig. Wenn wir das alles nicht wollen, müssen wir die CDU in Deutschland aufgeben. Keine Sorge, das wird wahrscheinlich nochmal irgendwann wirklich kommen. Hashtag nie wieder CDU. Ja, das wird höchstwahrscheinlich so passieren. Dann gehen wir jetzt mal zu den großen... Junge, Alter. Ja, ist es wahrscheinlich. Das ist das sinnvollste YouTube-Kacke, was ich, glaube ich, je gesehen habe. Ja, tatsächlich. Da ist echt eine politische Message dahinter, ne? Streit um die Upload-Filter. So. Also,
Zunächst einmal müssen wir doch da auch wieder feststellen, das hat nichts mit meinem Kok-Problem zu tun. Wollen wir noch über mein Kok-Problem reden oder wollen wir das nicht? Das tun wir nicht. Ja, nur dann macht das hier alles keinen Sinn mehr. So, Herr Voss, ich gebe Ihnen mal eine kurze Auszeit. Ich danke euch für die Zeit, die ihr uns gegeben habt und die Aufmerksamkeit. Macht's gut und tschüss. Herr Voss, eine Frage brennt mir wirklich noch auf den Nägeln. Sind Sie ein Vollpfosten? Also zunächst einmal... Bitte mit Ja oder Nein antworten. Ja. Ja, nee, okay. Das war not bad, muss man ganz ehrlich sagen. Also auf jeden Fall Peters Kultstube wie immer, nicht schlecht. Also auf jeden Fall 1-0 für Axel Voss. Definitiv, Alter.